Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen an alle neuen Zuschauer und natürlich auch an alle alten Zuschauer. Ich habe für heute den Podcast vorbereitet, aber... Geht in Ohren, Lurch! Aber ich habe ihn noch nicht fertig bekommen, der ist zu lang. Also ich würde ihn jetzt nicht rechtzeitig erstellen können. Darum kommt jetzt das Video hier. Ja, sonst kommt das Video erst nachts irgendwann und das ist halt, das will ich nicht, ja. Es soll schon pünktlich kommen, ich will täglich wieder die 17.45 Uhr, meine ich, die Upload-Zeit hinbekommen. Und vor allem hätte ich dann auch huddeln müssen. Also ich muss auf jeden Fall das Video ordentlich schneiden. Es ist laut, ich schreie wie so ein Ochs. Es ist 30 Minuten lang geworden, die Rohaufnahme. Ich gucke, dass ich die runterschneide auf, ich sag mal 15 oder sowas. Dennoch wird es natürlich schwierig, ja, also da... Hallöchen. Da viel wegzuschneiden. Ich habe auch festgestellt, dass es viel zu viel ist. Also, das Thema an sich, wie man besser wird, ich habe mir schon halber gedacht, ist so groß und hat so viele Unterteilungen, dass es eigentlich unmöglich ist, die ganze Sache in einem einzigen Video abzuhandeln, ohne dass es Überlänge hat oder bekommt. Ne? Also darum... Ja, wird auch gut. Darum werde ich die ganze Sache natürlich teilen. Trotzdem hat das Hauptvideo, das dann jetzt morgen erscheinen wird, alle Infos beisammen. Aber halt nicht in konzentrierter Form. Ja? Also ich kann nicht auf die Sachen... Schissel, Alter. Ich kann nicht auf die Sachen einzeln eingehen. Hallo! Und das Ganze trotzdem unter x Minuten halten. Ja, das ist unmöglich. Darum. Komm, du Vogel. Oh Gott, zwei IUPs. Ich muss wohl doch zur IUP machen. Shit. Zur IUP greifen. Hello, Sir. Immer schön im Deathmatch auf Random Weapons. Wisst ihr Bescheid. Damit es so ein bisschen schwieriger ist, ne? Alter, was spawnt der denn neben mir? Ist doch frech. Ja, ich habe die wichtigsten Dinge angesprochen. Das Video hilft einem auf jeden Fall, besser zu werden, sicherlich. Aber diese ganzen pikanten... Es kam etwas spät. Die ganzen pikanten Einzelheiten, die man eben wissen sollte, die werde ich... Da muss ich nochmal richtig drauf eingehen in einzelnen Videos. Also wie zum Beispiel Aiming, weil alleine Aiming aus so vielen Teilen besteht, dass man das nicht einfach kurz sagen kann. Übrigens, ihr müsst halt Aiming lernen oder sowas und das war's. Ich will das schon möglichst genau machen, damit eben auch Anfänger da gut rankommen in die Geschichte. Ja, und da auch was rausziehen können. Beziehungsweise nee, nicht die Anfänger, sondern damit eben auch Leute, die schon etwas in CSGO gefestigt sind, trotzdem noch was draus ziehen können. Ja. Ja. Da sind sicherlich Tipps auch jetzt schon dabei, die auch für den hartgesottenen CSGO-Boy nochmal eine wichtige Information sind. Ich denke, das Wissen... Alter, nein. Natürlich kommt ja die Frage auf, ja, woher glaubst du eigentlich so viel zu wissen und hin und her und pipapo und du bist doch gar nicht ESL-Gott oder was weiß ich. Ich spiele halt schon sehr, sehr lange Counter-Strike, ne? Das wisst ihr ja. Also seit 2000? Gott, wann war meine erste LAN mit 1.6? Wann kam 1.6 raus? Also Source seit 2004, glaube ich, oder 2.6, bis seit 2004. Und man sammelt halt über die Jahre viel Erfahrung. Klar ist es so, dass man, wenn man nicht aktiv spielt, viel Skill verliert, ja, aber die Erfahrung, die bleibt halt im Kopf. So wie bei einem Fußballtrainer auch, ja, also die Fußballtrainer, wenn du da so einen Trainer mit einem Bäuchlein mittlerweile hinstellst aufs Feld, der wird nicht mehr performen wie seine Schützlinge, aber er hat halt das Wissen in sich vereint, ja, und das Wissen ist da. Und das teile ich natürlich gerne mit und darum eben auch diese Podcasts, aber natürlich auch in erster Linie, weil ich danach gefragt wurde. Ich würde nicht von mir aus hinkommen und sagen, übrigens Leute, ich bin das Maß der Dinge, ich weiß, wie der Hase läuft, aber ich werde halt gefragt. Und da sage ich natürlich nicht nein, so als Schuberlein, ne? Monsieur, nicht auf mich schießen, gell? Um das mal noch als Hintergrund genannt zu haben, ne? Ja, die Sachen sind so umfangreich, dass da auf jeden Fall geteilt werden muss. Oder, um die Sachen dann im Detail zu erklären, eben extra Videos folgen mit... müssen. Also der hätte doch jetzt aber noch umfallen können, der Knädel. Was habe ich da für eine Pille? Ah, die Pedifidi? Die Pudifudi? Haben Sie eine AWP, Sir? Natürlich hat er eine AWP. P90 Zeit. Oh, shit. Ah, der hintere. Muss da unbedingt noch stören. Hello? So. Mal gucken, ob es jetzt auch wieder ein Win wird. Ich weiß es nicht, weil ich natürlich jetzt live kommentiere und dann etwas abgelenkter bin. Das sieht man wahrscheinlich. Hulu? No!
Sehr gut, dass der noch Neigange ist. Sehr, sehr schön. Ist hier vielleicht noch jemand? Nein, 0 Sekunden. Schade, schade. Ja, mir ist aufgefallen, dass wir wieder einige mehr geworden sind. Vor allem das gestrige Video hat natürlich auch nochmal schön reingezogen. Also von daher nochmal hier herzlich willkommen an alle neuen Mitglieder. Schön, dass ihr da seid, Leute. Hier erwartet euch Spielspaß und Schokolade. Na, unter anderem eben hier solche, obwohl sowas mache ich eher selten, beziehungsweise solche Gameplays nehme ich auf, eigentlich für Podcasts, für Tutorials, naja, Tutorials nicht, aber für Podcasts eben. Und da bin ich natürlich auch ein Ticken fokussierter. Ayupu. Kein Gegner zu sehen, das ist ja... Oh. Kein Gegner am Stiesel, das ist halt immer bitter, ne? Das ist immer sehr bitter. Kommt er da oben lang? Nein. Er läuft unten lang, der Dödel. Uff. Hello. Sir. Oh nein. Komm, einer noch. Na, immerhin den einen noch geknödelt. Aber der andere, der macht doch ordentlich Vorsprung. Der Affe-Dudel da. Der Labbe-Dudel. Über mir ist einer. Kommt der vielleicht hierher? Oh ne, er ist tot. komm mal her, bis hier. Ey. Frech von hinten weggeschniedelt. Das verbitte ich mir doch. Bin voll im Feindesgebiet, da ist auch einer. Oh, das ist gerade zu viel gewesen für mich, du. Halt, stopp! Leute, wenn ihr mir alles killt, klaut, dann ist schwierig. Leicht schwierig, da Förster zu werden. Natürlich sollte man noch was treffen, ne? Also Galil ist mein Leibgericht. Obwohl ich schon öfter gesagt habe, ich möchte Farmers und Galil jetzt öfter spielen, um mich damit einzuspielen. Denn sobald ich damit etwas schneller schieße, geht nichts mehr. Ich weiß nicht, wie das Ding sprayt, wohin es schießt. Das ist, ich habe voll gespuckt. Es wirkt voll random irgendwie. Und das, also für mich, weil ich es nicht kenne. Und darum muss ich auf jeden Fall das Ding noch ein bisschen öfter spielen, sofern ich darin eben gut werden möchte. Oder besser. Mars, du darfst nicht meine Kills klauen. Ich muss dann noch den ersten einholen. Gucken da, oh, the Twitch-Boy. Marsi-Boy. Marsimoto, folge mir. Aber wo sind sie denn jetzt alle wieder hier? Aha! Skill! Hinter mir ist einer gespawnt. Okay, vielleicht kriege ich den da hinten. Ist der noch alive? Scheint so. Oder auch nicht. Aber wo sind sie denn jetzt? Hey. Ah, die sind alle auf Short oben oder was? Oder sind die hier unten versteckt? Ajon! Chillen am Spawn, ihr Säcke! Das ist frech. Das ist echt... Oh, da sind einige hier oben. Dumm. Leichte Derm im Abgang. Oh, schon wieder Scout. Also ich werde den nicht mehr einholen, glaube ich. Außer ich habe jetzt das absolute Luck und es kommen only alle Feinde zu mir gelaufen. Ich muss nur von Luck sprechen. Schon kommt der Skill. Hello? Haben wir vielleicht ein Problem? Okay. Ah, 4 Punkte Unterschied noch. Nee! Alter, schon wieder, nicht gut. Bitte, ich spiele das Scout nicht. Oh, Gottes Willen. So, ihr Fegel. Nett, du kommst mir nicht davon. Ah, schnell, mehr Feinde. Da oben ist einer. Aber es geht noch weiter, es geht noch. Da geht noch was. So. Nein, der andere geht auch ab wie ein Schnitzel. Der ist wahrscheinlich ein Schnitzel, ne? Zu allem Übel. Ah. Oh! Leute, jetzt fange ich aber an zu schwitzen. 14 Sekunden. Und der andere ist echt. Der andere ist echt mächtig am Hasseln. Komm schon. 4 Feinde bitte. 1. 5 Sekunden schneller! Ah, Schissel, okay, ja. Schade, Schokolade. Hey, aber hat Bock gemacht. Ja, war schön. Ganz knappes Ding, mein Freund. Ganz knappes, obwohl er echt einige Kills gemacht hat. Mensch, warum war der nur so wenig von mir entfernt, von den Punkten her? Wahrscheinlich hat er weniger mit den G-Waffen gespielt, mit diesen Spezial-Sonder-Pipi-Waffen da. Naja, Leute, wir sehen uns dann morgen im Livestream.
um 18 Uhr, Donnerstag, 18 Uhr. Die Livestream-Zeiten kennt ihr ja, stehen auch in der Videobeschreibung. Und es kommt auch morgen dann der Podcast. Ich hoffe, dass ich ihn schön schneiden kann. Hey, nicht nochmal jetzt. Ich habe erstmal genug. Ich hoffe, dass ich ihn auch schön schnippeln kann, den Podcast. Die Voice werde ich dann später noch schneiden und dann morgen halt Gameplay aufnehmen dafür. Ich wiederhole hier nochmal. Das Ganze ist natürlich ein Podcast, ein Ratgeber, wie man besser wird. Dennoch werden die Punkte extra nochmal, also einige Punkte zumindest, verdeutlicht in extra Videos. Denn, ja, wie ich es vorhin schon gesagt habe, allein das Thema Aiming ist so riesig, dass man da, ein ganzes Video draus machen kann. Gut, Leute, hier gibt es auch wieder ein Giveaway unterm Video in den Kommentaren. Also wer kommentiert, hat die Möglichkeit, einen Skinnerini Bambini zu gewinnen. Aktivität wird hier bei uns belohnt, das wisst ihr ja. Und den Tag startet dann auch das nächste YouTube-Giveaway. Soweit so gut. Vielen Dank für alles. Vielen Dank an die Patreons und Kanalmitglieder. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Danke für Likes und Kommentare. Und bis morgen im Stream.